Na dann, auf in die Jagd nach Eisen. Dann laufen wir jetzt zurück. Gehen einmal in die Lichtung und eventuell nochmal in den Wald der Tapferkeit, um Eisen zu holen. Weil da müssten wir eigentlich auch genug haben. Das sollte jetzt eigentlich nicht viel brauchen. Ich laufe gerade im Kreis, oder? Muss ich hier hinten rum? Hä? Och nö. Ich sag doch, ich habe die Orientierung vor einem Fisch. Das ist so ein kleines Stück. Nee, warte, jetzt laufe ich wieder in die falsche Richtung. Müssen wir hier lang? Tatsache. Meine Herren. Lass mich bloß niemals in einem Wald alleine, ey. Ich finde nie wieder nach Hause. Die Frage ist, haben wir noch Eisen zu Hause? Oder haben wir gar keines mehr? Eisen, Eisen, Eisen. Wir haben tatsächlich nichts mehr. Boah, das ist hart. So, die können wir verkaufen. Ja, komm, wir legen noch mal ein drittes Mal Dings nach. So, da können wir, das heißt, die können auch weg. Saaten immer wichtig. Warum haben wir so viel Oregano da drin? Möhren. Dings. Bananen haben wir genug. Das heißt, die behalten wir zum Essen. Das Seil kann rüber. Lehm kann rüber. Das bauen wir an. Das bauen wir an. Das öffnen wir. Das können wir verkaufen. Wofür wollte ich die jetzt nochmal haben? Rosa Hortensie, weißer und rosafarbener Bartfarben. Für irgendwas wollte ich die. Die Frage ist für was? Wir brauchen echt langsam eine extra Kiste. Wir haben echt nicht genug Platz dafür. So, dann gucken wir einmal kurz, dass wir das alles benutzen. Grau-weiße Arme. Oh, die sind schön. Ja, nö, die jetzt nicht so. Miniatur-Schneeschloss. Oh, süß. Das ist süß. So, Garderobe. Ich würde mich ganz gerne einmal umziehen. Wir haben weiße Kniestrümpfe, ein super süßes Tinkerbell-Shirt. Die sind auch super süß, aber die passen nicht zum Tinkerbell-Shirt. Weil wir müssen doch ein Kleid anziehen. Kleid. Weil da haben wir nur lange Kleider. Da siehst du die Dings halt nicht drunter. Oh, ich hätte eigentlich schon gern irgendwas, was man mit den Handschuhen anziehen kann.
Die können wir uns eigentlich die Mütze wieder ausziehen. Das ist ja quasi jetzt unsere Frisur. Aber die Jacke ist halt auch cool. Weil wir könnten auch so eine coole Kette anziehen. Wir laufen einfach in Jogger rum, weil ich laufe gefühlt mein ganzes Leben lang in Jogger rum. Ich trage nichts anderes außer Jogginghosen. Das halte ich für eine sehr grandiose Idee. Dann ziehen wir uns dazu einfach ein schönes Oberteil an. Irgendwas. Nee, ich wollte eigentlich nicht die Hose. Ich wollte nicht die Hose wechseln. Verdammte Axt aber auch. Aber die Pullis gucken halt so drüber. Das mag ich halt nicht. Warte mal. Wo ist denn jetzt der Pulli? Zieh den mal aus. Ich kann die Kette nicht tragen, wenn ich. Schmutz. Kann ich das mit dem. Ja, aber das ist zu viel des Guten. Oh, wir können das aber auch damit tragen. Das ist auch süß. Dann können wir es doch bestimmt auch nicht mit dem Tinkerbell-Dings anziehen, ne? Aber wir könnten es. Oh, ja, doch. So lassen wir das. Wir machen es einfach so. Ich würde trotzdem nur ganz gerne diese hässliche Mütze absetzen. Kostüme. Zählt das unter Kostüme? Nein. Frisur? Oh, cute. Aber meine Haare sind ein bisschen länger. Ich hätte schon gern irgendwas, was passig ist. Oh, das sieht mir halt schon sehr ähnlich von den Haaren her. Ding ist nur, ich bin mittlerweile in so einem komischen Blond vorne unterwegs. So einem Pink-Blond. Es ist halt nicht rosa, aber es ist halt auch nicht blond. Nee, das ist zu hell. Ich glaube, der Ton ist ganz gut. Ja doch, süß. Süß. Doch, genau so machen wir das. Cute. Dann sammeln wir einmal unser Dreamlight ein. Und dann, nee, warte, Kater. Wir müssen einmal hier unten hin. So. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 15 Eisendingsbumsens. Weil ich glaube, du brauchst 5 für einen Barren. Das klingt sinnvoll, ja. Eine Erinnerung. Toy Story. Lol. Wir haben 3 mehr als vorher. Cool. Ich hatte eigentlich sehr das Gefühl, dass es hier unten mit am meisten gab, wenn man die abgebaut hat. Ich meine, es ist ja schön, dass wir jetzt gerade so viel Edelsteine und sowas kriegen, aber die brauche ich gerade nicht. Spiel, was machst du? Gehen wir mal hier hoch abbauen. Ah, komm. So. Nee, falsche Richtung. Lass mich überlegen, hier waren so Dings, ne? Und dann war hinten auf dem Weg zum Schneebiom hoch noch. Mhm, ja, cool, danke.
ich jetzt hier noch so ein... Nein, okay. Dann laufen wir einmal über die Felder. Ach stimmt, hier hinten ist ja noch alles offen. Was wollte ich denn hier nochmal machen? Ach, Elsas Haus. Und so sollte ich hier mit hin. Je nachdem, was für ein Haus die haben. Das ist halt natürlich auch die Sache. Eine Socke. Oh ja, wir können Stitch holen. Oh Mann, wie cool. Es reicht immer noch nicht, ne? 9. Wir brauchen noch 6. Warum regnet das hier oben nicht? Ach, hier wird schneit, obvious. Vielleicht kann Elsa dann unsere Dinges verzaubern, damit wir dann das Eis hier so wegmachen können. Das wäre cool. Dann könnten wir die eisigen Höhen auch ordentlich ausbauen. Ey, wir kriegen gerade wirklich so wenig Eisen, ne? Das ist so traurig. Wieso haben wir Christophs Laden noch nicht? Als ob wir jetzt hier oben überall so tausendmal Gold rauskriegen. Über Christophs Laden hätten wir das jetzt kaufen können. Nee. Das war's aber auch an Felsflecken, ne? Vor allem war es das an Felsflecken, wo wir Dings herkriegen. Ich will hier durch. Das war es an Felsflecken, wo wir auf alle Fälle Eisen herkriegen könnten. Das heißt, wir müssten das einmal wieder nach unten, weil eigentlich müssten die respawned sein. Und dann raufen wir den ganzen Kreis nochmal ab. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich lieber offline mache, weil das einfach so super zeitintensiv ist. Also es ist so ein bisschen nasty, das machen zu müssen. Um in Aufgaben vorwärts zu kommen, weil du einfach 500 Runden rennst. Jetzt bitte ganz viel Eisen. Dankeschön. So 2, 3 Stück wären schon cool. Dinge zum Geld verdienen nehme ich auch. 13, uns fehlen noch 2. Aha, aha, aha. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt bitte Eisenbarren bauen gehen. So, Werkbank. Eisenbahn. 3 Stück bitte. Einwandfrei. Stelle die Windspiele her. Windspiel. 3 Stück. Dann laufen wir zurück ins Schloss. Ich finde, wir kommen gut voran tatsächlich. Das ist gerade sehr produktiv, was hier passiert.
So, mit wem müssen wir jetzt reden? Finde den Weg zurück zu Elsa. Oh mein Gott. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Guck mal jetzt hier lang. Und da Überfluss kommen wir nicht, deswegen laufen wir jetzt hier hinten hin, weil hier hinter war nämlich die Brücke, ne? Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich bin gut. Oh, wir haben einen neuen Spot. Interagieren. Übertragen. Ja, wo ist der dritte Baum? Irgendwo hinter dir? Ach, da! Sehr schön. Elsa, Hallo, mein Freund. danke, dass du mir geholfen hast, Gale zu beruhigen. Die Naturgeister sind wieder in Harmonie. Der Zauberwald ist wieder im Gleichgewicht. Klingt, als wäre deine Arbeit hier getan. Möchtest du mein Dorf besuchen? Auch da möchte ich für Gleichgewicht sorgen. Ich würde gerne dein Dorf besuchen, aber fürs Erste ist mein Platz hier im Zauberwald. Ich muss aufpassen, dass nichts anderes schief geht. Aber nach allem, bei dem du geholfen hast, bin ich ziemlich neugierig, woher du kommst. Ich verspreche, eines Tages dein Dorf zu Das war besuchen. sehr. Ich denke mal, wir werden jetzt wahrscheinlich ihr Haus bauen müssen, ne? Anna willkommen heißen? Sprich mit Anna und lade sie in Streamlit Valley ein. Okay, dann machen wir das. Na, komm doch her, Mikro. Oh, oh. Ja, es hängt noch. Dann gehen wir rein. Also wäre ein bisschen schneller. So. Anna, Christoph wartet auf Ich dich. freue mich so, dich zu Alles sehen. wirkt ruhig. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf Elsa und mich wartet natürlich immer ein neues Abenteuer um die Ecke. Ich frage mich, was es diesmal sein wird. Ich glaube, das könnte ein nächstes Abenteuer sein. Erzähl mir mehr darüber. Erzähl dir von Christoph. Mehr brauche ich nicht wissen. Nach allem, was du für mich getan hast, kann ich es kaum erwarten zu sehen, woher du kommst. Ich folge dir. Müssen wir jetzt ihr Haus bauen? Oder kommt sie schon so mit? Ja, dann, Dankeschön. Süß. So, Thumbnail ist gesichert. Gar kein Problem. Wohnst du jetzt mit bei Christoph? Oh wow, dieser Ort ist so anders als Arendelle und doch fühlt er sich seltsam vertraut an. Moment, ich war schon einmal hier, oder? Vor dem Vergessen natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Wir sehen uns bald, aber jetzt muss ich erstmal Christoph finden. Es gibt etwas, von dem ich dich warnen muss, Anna. Es ist eine lange Geschichte, aber um das Dorf zu retten, muss Christoph seine Erinnerungen an dich aufgeben. Es war alles Teil eines Zauberspruchs. Er wird sich nicht daran erinnern, wer du bist. Es tut mir leid. Es ist nicht seine Schuld. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich bin mir sicher, dass er alles tun würde, um diesen Ort zu retten. Es ist mir egal, unter welcher Art Zauberspruch Christoph steht. Unsere Liebe ist nicht schwach. Och, süß. Wenn er mein Gesicht sieht, wird er sich an mich erinnern, oder? Ich hoffe es wirklich. Ich werde einfach mit ihm reden. Danke für deine Warnung. Ach, süß. Oh Mann. So, was jetzt extra um Elsa haben wir jetzt nicht, ne? Das heißt, wir kriegen Elsa in einem anderen Zusammenhang. Schade. Ich dachte, die können wir jetzt auch direkt mitnehmen.